So, wir spielen weiter. Und meine Güte, haben wir harte Gegner in der letzten Folge gehabt. Junge, 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 Junge. Also diese Typen mit ihrem Hammer und mit ihrem Elektroscheiß. Jesus Christ. Die haben es echt drauf. Das sind richtig knallharte Hunde. Heißen ja nicht umsonst Iron Dogs. Die Typen hier. Ja, komm. Boah. Shotgun Freak. Ich hasse diese Shotgun-Typen. Die sind richtig unangenehm. So, egal. Wir schlagen uns gut, meiner Meinung nach. Letztes Mal haben wir hier noch so ein bisschen das Gefängnis ausgeräumt. Da geht es nicht weiter. Da kommen wir nur von unten ran. Oder wenn wir eine Attacke gelernt haben, die von oben einen Special-Angriff macht, also im Sprung nach unten, haben wir noch nicht. Was ist denn da los? Da waren wir doch auch noch nicht, oder? Komm, dann machen wir noch mal einen Abstecher hin. Und warum die Gegner hier teilweise respawnen, habe ich auch keine Ahnung. Bam! Na, wir haben einfach nur den Raum gewechselt und schon war der wieder da. Ganz komisch. Alter. War der einfach wieder da? Das Ding ist fies. Ah, okay. Ja, das haben wir beim letzten Mal mit einem Uppercut von unten platt gemacht. Aber mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. Yes, okay. Hier ist gefährlich. Hier ist es richtig gefährlich, Leute. Krass. Klingt vielleicht so, als ob ich mich ein bisschen beschwere, dass das Spiel langsam mal ein bisschen Anspruch bekommt, aber tatsächlich bin ich froh darum, weil ich habe es ja ganz gern ein bisschen anspruchsvoller. Bin froh, dass das hier jetzt mal so ein bisschen anzieht, weil das passt einfach viel besser zur ganzen Atmosphäre des Games. Es ist einfach ein richtig schönes, hartes Metroidvania-Erlebnis. Es wäre ein bisschen langweilig, wenn es zu einfach wäre. Stimmt, diese Kombo haben wir auch noch. Leichter Schlag, schwerer Schlag. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen merken, dass wir die haben. Weil die Dreier-Kombo braucht ein bisschen zu lange. Wenn wir mehr als einen Gegner haben, kann das problematisch werden. Zum Beispiel jetzt. Ja, schieß doch. Oh Mann, okay. Ich lasse mich doch hier nicht verarschen. Also, genau. Den Weg haben wir rausgefunden, wo der hingeführt hat. Sonst gibt es hier eigentlich nichts. Da gibt es noch was. Da. Okay. Dafür müssen wir hier durch die Gegner durch. So viel Life haben wir nicht mehr. Könnte schwierig werden. So. Gut. Okay, hier geht's gar nicht hoch. Aber wisst ihr, was ich echt angenehm finde? Man kann hier keine Seelen oder so verlieren. Das würde dem ganzen Spiel noch so ein bisschen die Krone aufsetzen. Das würde es nochmal deutlich anspruchsvoller machen und ehrlich gesagt, ich bin echt froh, dass es nicht so ist.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt in dem Spiel Nerven dafür hätte, dauernd meine Währung zu verlieren. Scheiße, jetzt sind wir gleich tot. Den kriegen wir nicht. Wir müssen aber da hoch. Müssen wir wirklich da hoch? Können wir nicht hier rüber irgendwie? Da geht's dann auch noch weiter. Oh, Gott sei Dank. Ja, es ist anspruchsvoll. Gott sei Dank ist der nicht gerade wieder respawned. So, mein Freund. Ich hatte gedacht, er hat vielleicht ein bisschen Saft verloren. Das sah zumindest kurz so aus. Das ist ein Ritt auf dem Vulkan hier. Sehr gefährlich, was wir hier machen. Da oben. Yes. Oh nein, da kommen wir nicht hoch, oder? Nee. Doch, oh, krass. Also manche Sprungpassagen sind echt anspruchsvoll. Kein Life. Was ist das für eins Life? In dem Fall keins Life. Wo führt denn das hier hin? Da gibt es noch einen Weg nach oben. Die gehen sogar so kaputt. Das ist ja super geil. Lebensenergie? Nee. Prison. Ja, ich weiß, dass wir in Prison sind. Das ist jetzt nichts Neues. Das führt zu nichts. Das heißt, jetzt müssen wir nach rechts. Da müssen wir am besten hier wieder runter und in den Hauptschacht zurück. Wahrscheinlich sind alle Gegner wieder da. Was ich jetzt nicht so begrüßen würde, tatsächlich. Shit. Oh. Gefährlich, Leute. Verdammt. Ultra gefährlich. Bräuchte ein bisschen Lebensenergie. Wenn wir da lang gehen und dann hier an dem Bohrertor, kurz vor dem Bohrertor nach unten gehen. Ja. Dann müssten wir doch eigentlich... Ah, da ist ein Haufen Gegner, ne? Ah, da ist ein ganzer Haufen Gegner ist da unterwegs. Wir probieren es trotzdem mal. Okay. Ja. Ach, guck mal, die coole Szene mit der Sequenz, wo wir mit Cicero diese Armee besiegt haben. Das war auch cool. Das war eine sehr geile Filmsequenz. Die beste bisher übrigens. Die Dreier-Kombo ist super mächtig. Die ist sogar ein bisschen nützlicher als die Vierer-Kombo, genau, mit dem Wirbelangriff. So, wir müssen hier nach unten. Nochmal nach unten. Nochmal nach unten, ne?
Ja. Ja. Der Bohrer ist gut gegen die Roboter hier. Gegen die kleinen Roboter. Das sind ja alles Roboter, aber gegen die kleinen ist der echt gut. Gibt's hier noch was? Wieso hast du den Bohrer nicht aufrechterhalten? Eieiei. Sehr gut. Okay. Der Bohrer ist echt gut hier in den Gängen. Vielleicht sollten wir den jetzt öfter benutzen. So, hier lang. Mächtiger Angriff. Ja, hier meinte ich. Da müssen wir doch jetzt eigentlich irgendwie nach oben kommen. Es sieht so aus, ja. Ja. Boah. Krass. Er macht uns fertig, Leute. Der macht uns richtig fertig gerade. Leider haben wir das mit der Execution noch nicht so richtig raus. Die Execution würde unsere Flasche füllen. Das kriegen wir irgendwie nicht hin, dass wir das immer genau dann tun, wenn wir einen Schluck getrunken haben. Deswegen verschwenden wir das immer. Wie kommen wir hier hoch? Im Moment scheinbar gar nicht. Nee, das ist nämlich hier schräg. Da kann er sich nicht dran hochdrücken. Auch schade. Also hier geht es leider nicht weiter. Da fehlt uns noch eine Fähigkeit. Oder Propeller. Wenn hier irgendwie Wind wäre, dann könnte uns der Propeller nach oben führen. Nee, leider nicht. Gut, war leider eine scheiß Idee. So, jetzt gehen wir mal diese Kiste holen. Dafür müssen wir aber weit nach rechts. Da oben waren wir schon. Ob ich da Lust drauf habe? Ich weiß noch nicht. Den können wir kaputt machen. Wir haben ja auch einen Raketenwerfer. Allerdings haben wir keine Munition dafür, also können wir das auch erstmal vergessen. Ja, das ist weit. An den Pflanzensamen kommen wir vielleicht auch noch dran. Wir schauen mal. Boah, wie weit der fährt. Easy peasy. Lemon squeezy. So, wir wollen nach unten. Ja. Vielleicht sollten wir uns auch mal angewöhnen,
ein bisschen öfter das hier zu benutzen. Das ist vielleicht in manchen Situationen gar nicht so schlecht, wenn wir so starke Gegner vor uns haben. Auf engem Raum. So, aber hier geht's nicht weiter. Nee. Okay. Da oben ist die Kiste. Wir haben ja einen Skeleton Key bekommen. Vom Dieb. Ich sehe es nicht ein, ihn König der Diebe zu nennen, weil das muss er erstmal noch beweisen, dass er das ist. Was ist das? Lebensenergie. Geil. 5 Leute. 5. Und fast 1500 Münzen. Ich nenne es mal Münzen, weil ich weiß nicht, wie es genannt wird. Fersen. Nee, keine Ahnung. Ist auch egal. So. Geil. Jetzt gehen wir den Rückweg. Hier unten lang. Und dann gehen wir mal, dann gehen wir noch mal ganz nach oben und dann ganz nach unten. Da lang. Ja. Da. Klappt doch. Das ist noch ein Stückchen zu machen. Jetzt müssen wir wieder hier rüber. Das haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Wir sind ja Profi mittlerweile. Wir wissen ja genau, wie das funktioniert. Oh. Gut. Ein bisschen durchatmen. Und was ausprobieren. Okay. Okay. Wir probieren doch nichts aus. Außer sterben. Genau. Gehen diese Lichtbarrieren aus, wenn die Kiste hier durchfährt? Weil dann können wir natürlich da auch irgendwie rein, oder? Ich glaube aber, das ist eine Todesfalle. Wenn wir das versuchen, sterben wir. Ja, das fährt einfach unbeschadet da durch. Aber uns würde es wahrscheinlich zerfetzen. Drum lassen wir das. Ja, das ist gut. Oh, verdammt. Aber der Waffenwechsel geht echt gut mit dem rechten Stick. Schön schnell. Was ein Vorteil ist. Jetzt sind wir hier. Durch die Bohrertür kommen wir nicht. Und hier können wir uns ein bisschen erfrischen. Sehr gut. Zählt dieses Terminal auch als Speicherpunkt? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. So, jetzt wollten wir nochmal mit dem Aufzug ganz nach oben. Genau. Gespeichert hat er auch. Also wir müssen wirklich ganz nach oben.
Diese blaue Tür haben wir, glaube ich, auch nicht aufmachen können. Save Point, Elevator. Okay. Wir können es mal versuchen, aber ich glaube, wir hatten kein Equipment dafür. Da brauchen wir bestimmt irgendeine Schockfähigkeit oder so. Rauf, 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 rauf. Immer schön die Treppe rauf. Ja, genau. Oh, aber da oben. Nee. Geht nicht, ne? Nee. Schade. Hab's jetzt extra mit einem Special Move versucht. Der mehr Kraft hat. Aber das hat leider nicht funktioniert. Genau, und hier geht's bis nach hinten durch. Bestimmt noch weiter. Nee, ich glaube nicht. Hier hatten wir... Ja, ja, okay. Fail. Oh, nach oben. Da oben vielleicht. Kann man das kaputt machen? Nee. Okay. Also ganz nach unten. Kommen wir vielleicht endlich raus aus diesem Knast hier. Sind wir schon mal ganz nach unten gefahren mit dem Ding? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. Ja. Ja klar, wir sind ja ganz unten damit gestartet. So, einmal ganz durch. Ich will den jetzt mal ausprobieren. Komm mal her, du. Okay, ich nehme alles zurück. Das gibt's ja wohl nicht. So. Aber wird er nicht executed? Ich verraff's jedes Mal. Schade. Schokolade. Da geht's doch auch noch hoch. Das haben wir alles letztes Mal schon gemacht, ne? Ja. Wir hätten auch vorhin, als wir hier gegen dieses Robotervieh im Lüftungsschacht gekämpft haben, auch einfach da runtergekonnt. Riesen Umweg gemacht. Egal. Rieche einen Boss. Kommt bestimmt gleich ein Boss. I hear water. The exit is close. Oder ist es das Abwasser, was ich hier rieche? Links oder rechts? Wer will der erste von euch beiden sein? Du. Sieht wichtig aus. Ja. Und es ist auch entgegengesetzt zum Missionsziel. Das weiß jeder, dass das immer der richtige Weg ist. Wenn man nichts verpassen möchte, zumindest. Ah, Leute. Geil. Das ist doch hervorragend. So, jetzt toben wir uns mal ein bisschen aus. Wir haben jede Menge Geld. Was brauchen wir?
den Rising Punch haben wir gekauft. Genau. Das ist ein Special Move, der kostet einen Special Point. Jetzt hätte ich gerne einen Pile Driver. Das ist quasi der nach unten gerichtete Special Move. Genau den machen wir jetzt. Damit können wir nämlich auch Türe von oben zerschlagen. Hoffe ich. Den Thump haben wir schon. Jumping Uppercut. Brauche eine Data Disk. Na toll. Sieht aber auch gut aus. Den haben wir schon. So, dann könnten wir uns vielleicht noch was holen, was den Bohrer stärker macht. Ja, wir könnten Special Moves für den Bohrer machen. Power Tornado ist auch relativ günstig. Komm, das machen wir. Ja, wie geht das nochmal? Genau, da muss man den gedrückt halten. Und das hier, Data Disk. Okay, den haben wir schon. Das ist eine neue Super Combo. Braucht eine Data Disk. Und Special Moves gibt's gar keine, oder? Für doch der hier, Screwdriver. Braucht auch eine Data Disk. Da können wir gar nicht so viel Geld ausgeben wie gedacht. Das ist auch ein Special Move. Der ist cool. Na gut. Ja gut, dann sind wir erstmal durch, ne? Oben ging es nicht weiter. Ne? Da oben war ein Tor, was zu war. Durch die blauen Schranken kommen wir noch nicht. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt mal Richtung Missionsziel zu stiefeln. Wie ich einfach bei jedem Schritt erstmal auf die Karte gucken muss. Orientation across the nation. Oh, wir sind aus dem Knast raus. Leave the area through the subway, okay. Ich traue dem Braten noch nicht. Da unten gab's nix. Nee, da gab's nix. Na gut. Ja, bevor wir hier rauskommen, gibt's noch einen fetten Bossgegner, ist doch klar. Okay, Telefon. Testing, testing. Ah. Strange. Why is there no sound? Copy. Urso, you safe? Cool! Super long distance testing of the radio worked! Did you get the fist? Claro. I just picked it up, and now I'm looking for an exit. Stay clear of Old Town. The Iron Dogs are all over it. Lady Q told me to hide out on Joffrey Street. It's still relatively safe here. Mm-hmm. What happened to her? Lady Q? Believe me, she's got moves. Mm-hmm. But she said she had urgent business and left. With your skills, they're all cannon fodder at the prison anyway. As long as you're all safe. Oh. By the way, I'm at my workshop on Joffrey Street. Be sure to come see me. Claro. Sure. Over and out. Mal gucken, ob das ein längerer Weg zurück in die Stadt ist. Jetzt haben wir ein neues Gebiet vor uns. Ja. Wir müssen den Untergrund durch die U-Bahn verlassen. Sieht cool aus, ne? Der Style hier. So richtig schön. Ich sag's immer wieder, es ist Final Fantasy VII Style, Leute. Es könnten hier auch wirklich Areale aus Final Fantasy VII sein. Hold it. Oh, das ist die Rattengang. What do you take this place for? You think you can just come and go as you please? I'm just passing through. I don't want any trouble. And I don't want trouble to find me. You talk big with that scrap heap on your back. Brothers, tie him up! Oh nein. Nicht doch. Hold it. Kleine miese Messerstecher. You lot don't have a chance of holding him down. Duke! It's been just 6 years, and you've forgotten your old comrade. Okay. Der Duke. Das ist der Boss, huh? Your Duke? The Duke of the Rat Gang is actually you?
Yes, little old Du is now the Duke. Du. Go back to work. I'm just going to catch up with an old friend. Sorry about that. Please excuse our rudeness just then, Rabbit Hero. Cool. I didn't know that you were a friend of the boss. I knew that you were the great Rabbit Hero. This fist is a perfect match for your mighty brawn. Buzz is my assistant. He's a quick thinker. And if you ever need anything in the future, look him up. Okay. So you retired because of your injuries and became the boss of the Rat Gang. The Rat Gang and the Iron Dogs have been in cahoots for the last 6 years. You were behind that too? I hate dealing with traitors. I'll leave now if you don't mind. You are as frank as ever. Er ist ein Verräter. So wie Cicero. But today is a good day. Meeting up with old friends and all that. Don't you want to know what happened to Cicero? Doch. Out with it. How much do you want for that? For you, my old friend, it's free. Cicero is indeed alive, and in the form he wanted to be. Mm-hmm. You call that being alive? How is he different from those iron dogs? Er ist ein Cyborg. You two were the closest pals on the team, but you didn't know what he really yearned to be. Cicero always sought power, just like how I've always tried to achieve balance. Hm. Cicero ist ein Cyborg, während die anderen reine Androiden sind. Oder eigentlich sind es ja nur Roboter, nicht mal Androiden. Your so-called balance is helping those iron dogs in Slave Torch City? I was the one who kept the city in balance over the last 6 years. Things are not always so black and white, like we rats. Most everything in the world is shades of gray. I don't want to upset your balance, and I have no time for your theories on the color gray. I just want to know this. What is Cicero planning? Raus mit der Sprache jetzt. Him? He's a more complicated case. This is no place to chat. Come to Joffrey Street and meet me at Broadway. Wir kommen jetzt an der Stelle durch, wo wir von dem Türsteher gestoppt wurden. Okay. Animal Farm. Made contact with City's Underworld. Teleporter. Dann kommen wir nach oben. Okay. Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Zap. Rabbit Hero, you should go see our boss the Duke soon. Just use the teleporter on your left to reach Joffrey Street. Okay, der will uns hier überhaupt nicht durchlassen, aber da oben ist eindeutig noch ein Durchgang. Über ihn drüber springen? Nee. Okay, das Spiel lässt uns nicht. Alles klar. Wir machen hier einen Break, oder? Ist gerade eine richtig gute Zeit dafür. Interessante Details, die wir hier langsam aber sicher aus den Schatten herausholen. Über Cicero und über den Duke, der wohl auch mal früher ein Kollege von Raiden war und uns dann scheinbar irgendwie verraten hat. Wie uns so ziemlich jeder hier verraten hat, außer Erso bis jetzt, der Gute. Nach dem gucken wir dann auch mal. Wir machen bald weiter. Bleibt auf jeden Fall dran. Und ich hoffe, es macht euch noch genauso viel Spaß wie mir. Wir haben ein paar coole neue Features gelernt, eine schöne neue Attacke und sind ein bisschen weitergekommen, haben uns heftigen Gegnern gestellt. So kann es weitergehen. Und wir haben mehr Lebensenergie bekommen. Yay!
Alles klar, dann bis gleich.